Yo Leute, willkommen zurück bei How to Survive. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die zweite Folge. Ja, der meiste Schwund ist immer von Folge 1 zu Folge 2. Denn viele Leute schauen sich Folge 1 an und denken sich wahrscheinlich, ach du heilige Scheiße. Was ist das denn für ein Vollidiot? Das will ich mir nicht weiter anschauen. So, was stand hier gerade? Wende, ich soll irgendwas wenden. Egal, wir gehen einfach hier hoch, denn wir wollen den Werkzeugkasten klauen. Und die Pflanzen auch. Errungenschaftsfortschritt, Pflanzenkenner. Ah ja. Okay, diese Pflanze kenne ich auch, denn... Ah, ich hasse sie. Ah, seht ihr wohl, die Machete. Ah, geil. Also, unser Stock war nicht mächtig genug, aber... Da vorne war ja noch unser neuer Freund. Ist er tot? Nein, okay, ich dachte gerade, das ist er gewesen. Da ist ja wieder unser neuer Freund, der uns irgendwas erzählen möchte. Here's the plan. Last week, another island, we found an old air tanker. It's damaged, but we could repair it and escape. Boats can get us island to island, but by air, that seems to be the only way out of here. Andrew's mission was to find gas for the plane. This is your job now. Problem is, night is coming, and you need to know some really freaky creatures come out only at night, along with the other monsters. These creatures are vile and really aggressive. They only attack when it's dark and hate bright lights, so at least you can use that against them. I'll give you my personal flashlight to go to the village, but can I ask you to light me the campfire just here? Na klar, schalte die benötigte Fertigkeit frei und zünde für Ramon ein Lagerfeuer an. Na, wenn's weiter nichts ist, dann spielen wir uns mal ein bisschen als Brandstifter auf. Aber erstmal, How to Survive! Havoc Rules! Kovacs Rules! Ach, Kovac, ups, sorry. Skills. You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the Skills screen. There are many abilities that you can acquire, thanks to the experience you build up during your adventure. The first one allows you to light up campfires. Hey, Zombies braten, das schmeckt bestimmt nach Hühnchen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ey, Kovac, wie konnte ich den Namen vergessen? Ganz einfach, es ist schon ein bisschen her, dass ich gezockt habe, das war nämlich gestern. Und ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. So, ich soll also... ins Inventar gehen und wie ihr seht, haben wir hier unten Pfeile, die sind mir beim letzten Mal nicht aufgefallen oder sie waren noch nicht da. Und hier kann ich die benötigte Fähigkeit vollständig freischalten, ein Lagerfeuer zu bauen. Geil, das ist doch geil. So, das sind, hier stehen unsere Ziele. Ah, jetzt blicke ich durch. So, wir müssen ja eh hier oben anfangen, wa? Ich kann ja nicht einfach hier so, wahrscheinlich müssen wir dem Weg folgen. Also, Höhlenmensch, die Fähigkeit, Lagerfeuer und Fackeln anzuzünden. Ja, Mann, Leute, wir sind jetzt ein Höhlenmensch und haben sogar eine Errungenschaft freigeschaltet, weil wir so grandios cool sind. Und hier habe ich auch die Slots für Rüstungen, sprich Helme, Armschoner, Rüstung und Beinschoner. Finde ich auch gut. So, es ist 19 Uhr offensichtlich, wir sind Level 2 und die Stärke, Gesundheit, Ausdauer, Präzision hat sich alles ein bisschen erhöht. Naja, nimmt man mit, ne? Oder? Ich würde sagen, ja, nimmt man mit. So, bei jedem Levelaufstieg kannst du einen Fähigkeitspunkt einsetzen. Yay, cool. Wie geht das jetzt? Um ein Feuer anzünden, müsst du die entsprechende Fähigkeit im Fähigkeitenbaum freischalten. Habe ich doch, oder? Wo war jetzt wieder der Fehler, den ich gemacht habe? Habe ich doch, hä? Das ist doch freigeschaltet. Ja, komm, mach es. Tu es. Drücke R danach, um deinen Fähigkeitenbaum zu... Jaha! So, verfolgen. Ach, da soll ich das machen. Ah ja, siehst du wohl. Nein, jetzt mal ehrlich. Anzünden geht doch. Ach, Mensch. Der hat mich irgendwie panisch gemacht. Also, was kann ich jetzt nehmen? Ach, einen Feuerstock. Ja, es wäre nur mal interessant zu wissen, welche Waffe ist eigentlich die beste. Hier stehen ja keine Infos. Ah, Mann. Zack. Was soll ich mit F machen? So, ja, ich habe das doch jetzt gemacht, oder? Das ist doch fertig. Great. Thank you. This should be enough to keep them at bay. As promised. Here's my flashlight. If they come after, aim the light at them and they will stay away for a while. Okay? Okay. Let's get back to the real issue. The gasoline.
So, wir haben eine Taschenlampe erhalten. Sehr schön. Da. Und es gab nochmal Erfahrungspunkte. Ja, die haben wir uns aber auch verdient. So, den Stock habe ich da weggelegt. Ich nehme wieder meine Machete. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal auf die Taschenlampe. Ach so, die bleibt... Ah, die bleibt einfach so an. Hat die eine bestimmte Dauer, wie lange sie leuchtet? Nö, scheinbar nicht. Na gut, wo soll ich denn jetzt hin? Zeig mal her, liebe Karte. Gas. Ich sehe hier nichts. Könnte natürlich jetzt zurückgehen zu unserem einen Kumpel da. Aber wir sollen ja eigentlich zu dem Dorf. Und das Dorf war ja irgendwo da oben. Aber wir können die ganze Karte ja früher oder später noch erforschen, Leute. Was haltet ihr denn von diesem wunderbaren Vorschlag, den ich euch hier zu unterbreiten habe? Bam! Und was hältst du eigentlich von Messern? Beziehungsweise Macheten? Ah, nicht so viel. Okay, ich sehe schon. So, hier können wir uns jetzt durchschlagen. Und das machen wir auch direkt. Verwende die Machete, um Büsche zu schlagen. Bam! So muss es sein. Lasst mich durch. Ich werde Arzt. Ah, sehr schön. Ah, jetzt müsste man natürlich die Kamera drehen können. Das wäre jetzt natürlich mal richtig pornös. Nehmen wir das mit? Nein, nehmen wir nicht. Das brauchen wir offensichtlich nicht. So, die Möwe ist scheinbar auch noch nicht mutiert. Aber diese Leute, die, ja, denen geht es, glaube ich, nicht mehr so gut. Es tut mir leid für euch. Aber jeder ist sich jetzt selbst der Nächste. So, hier ist auch nichts Interessantes. Na gut, dann halt nicht. Aber hier hinten scheint noch ein Steg zu sein, noch eine weitere Anlegestelle. Ich höre hier jemanden, ey. Nicht, dass der hier drin auf mich lauert. Scheinbar nicht. Aber was haben wir gefunden? Ah, wie man eine Holzaxt herstellt. Wir brauchen... Ach nee, Beschreibung. Eine starke Nahkampfwaffe. Durch ihr Gewicht dauert der Angriff länger. Ein Stock, ein Stein und Werkzeug brauchen wir dafür. Okay. Nichts leichter als das. Einfach mal so eine Axt herstellen. Könnten wir das theoretisch schon machen? Ein Stock, ein Stein und Werkzeug. Ja, ich weiß nur nicht. Ich sehe ja nirgends, wie stark die ist. Naja, vielleicht wird einem das später nochmal angezeigt. Wäre auf jeden Fall ziemlich nett, wenn das Ganze sich hier ein bisschen transparenter gestalten würde. So, offensichtlich kann ich hier den Feuerstein nehmen. Aber hier komme ich nicht durch, wa? Nö. Pong. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was sagt die Karte? Okay, die Karte sagt auch, das ist schlecht. Dann gehen wir hier den anderen Weg lang, würde ich sagen, ja. Einfach mal eine Runde sprinten. Na komm, du bist so ein schneller Kerl. Oh, was war da noch? Ne, da war nichts. Sah nur so aus, okay. Na, man muss ja mal lieber schauen. Nicht, dass man hier was übersieht. Und nachher heißt es, oh mein Gott, du hast das Pro-Item auf der Insel übersehen. Du bist ja ein Anfänger. Das wollen wir ja vermeiden, würde ich sagen. So, lauf mal ein bisschen hier. Kannst dich gerne mal ein bisschen bewegen. Bam, scheiß Büsche. Räume mir mit der Machete die Büsche aus dem Weg und erreiche das Dorf. Ah, erstmal muss ich... Wow, wow. Was ist hier los? Warum kommen hier so viele? Das könnt ihr doch nicht machen. Zack. Und wieder einen Zombie weniger hier auf der Insel. So muss es sein. Zack. Ey, metzeln wir uns jetzt aber auch durch. Und das ist ja unglaublich. Unglaublich schön, möchte ich behaupten. Zack. Du kriegst die Machete in den Rücken und du bekommst sie noch einmal zwischen die Augen. So, und jetzt haben wir das Licht hier aktiviert. Es wird dunkel, Leute. Es wird dunkel. Aber erstmal, how to survive. Kovacs Rules. Chapter 4. Survival by night. Beware. Another kind of monster appears at night. Nein. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Moin. Or a flashlight. Das sind bestimmt auch Informatiker wie ich. Check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Gangbang. Scheiß die Wand an. Okay, also wir haben Licht. Da kommen sie. Ach du heilige Scheiße. Ich soll jetzt wirklich ins Dorf. Wow. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen durch den einen Typen gerade.
Oh, da ist er. Da ist einer. Da ist einer. Vorsicht. Wow, geh weg von mir, ey. Na komm. Zack. Und? Ha, moin. Alter, scheiß die Wand an. Okay, Leute. Meine Waffe will ich aber nicht wechseln. Ich will meine Machete halten. Ha, ich seh dich. Boah, bleib mir vom Leib, ey. So, jetzt kommen da wieder weitere Gegner. Aber kein Problem für uns. Oh, 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 oh. Die muss ich mal eben anleuchten. Auch wenn hier ein Zombie geradewegs auf uns zugeht. Aber ich habe da so ein bisschen Respekt vor den Viechern. Boah. Na komm. Wow. Zack. Okay, ein Problem weniger. Aber die hier. Boah. Ey, jetzt reicht's mir aber mit dir. Boah. Oh mein Gott, der will mich von hinten nehmen. Oder so. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen Scham bekommen. Jetzt habe ich aber ein bisschen Scham bekommen. Oh, Vorsicht. Da ist einer. Komm schon. Zack. Und umdrehen. Ja, komm. Komm her. Was willst du von mir? Verzieh dich, ey. Kackvogel. So, hier in dem Haus. Alter, die Viecher. Die Viecher da. Räume mit der Machete die Büsche aus dem Weg. Ja. Alter, geht weg. Ich sehe das schon kommen. Das gibt noch Krieg, ey, mit denen. Oh, oh. Zombie-Horde, Zombie-Horde. Boah, da sind sie. Die Viecher. Die Agro-Viecher vor allem. Es sind die Agro-Viecher, die mich hier gerade bekämpfen. Also nicht nur, aber auch. Oh. Oh, zum Glück. Oh. So, komm her. Da kriegst du auf die Fresse. Kann ich dir aber sagen, ey. So, ich trinke mal hier einen Schluck. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was das bringt. Ha. Oh nein, jetzt habe ich auf beiden Seiten einen. Komm schon, verprügel den. Ja, ich habe einen erledigt. Ich habe einen erledigt, Leute. Also, wir können sie auch besiegen. Wenn wir uns darauf konzentrieren. Oh, wow. Das nenne ich mal einen netten Hit. So, aber ich würde den hier... Boah, da kommen zwei. Zack, den einen. Ja, warum nicht? Einfach mal so einen Mega-Finishing-Move machen. Wollte ich auch gerade sagen. Hier, komm her. Du hast es nicht anders gewollt. Du hast es nicht anders gewollt. Tut mir leid. Auch wenn du eigentlich Angst vor mir hast, scheinbar wegen dem Licht, werde ich nicht davor zurückschrecken, zack, dich zu töten, weil du bist und bleibst noch immer ein dreckiger Zombie. Und, wow, irgendjemand hat mir gerade mega Schaden gemacht. Der da bestimmt. Geh sterben. Er lebt noch, der lebt noch, der lebt noch. Komm schon, hau ihn. Zack, da kriegst du aber mal ein paar Schellen doch von mir. Kannst du aber Gift draufnehmen. So, was sagt die Map? Die Map sagt, ich sollte jetzt hier eigentlich nach da oben eher gehen, ja. Na komm. Zack. Okay. Jo, den kriegen wir. Den kriegen wir. Wenn wir die einmal haben. Ja, genau. Wenn wir die erstmal ein bisschen hitten, haben die nämlich keine Chance mehr gegen uns. Aber scheinbar spawnen da einfach immer wieder neue nach. Ihr habt's gesehen. Wir hatten eigentlich schon ein paar von denen gekillt. Und auf einmal müssen wir uns schon wieder mit diesen dreckigen Bastarden abgeben. Scheiß die Wand an, ey. Na, was ist denn los? Was willst du denn wieder? Hä? Hat Mami dich wieder mal raus zum Spielen geschickt? Und du willst wieder die armen Kinder ärgern? Nicht mit mir, Freundchen. Ich weiß mir zu helfen. So, wir haben hier Nummer 4 von... Wieso Nummer 4? Ich habe Nummer 3 noch nicht gefunden. Hä? Nee, warte mal. Wo war denn die Axt? Ich hatte doch eben schon eine Axt gefunden. Achso, Boost und Gesundheitsfürsorge. Der Zieltrank. Eine besondere Pflanzenmischung. Trinken, um für 15 Sekunden besser zu zielen. Ja, ist ja scheißegal, weil ich bin so ein kranker Kerl, der hier nur mit der Machete durch die zombieverseuchte Gegend rennt. Und da ist schon wieder so einer. Wow. Aber auch normale Zombies dürfen wir nicht außer Acht lassen. Zack. Da haben wir wieder so einen Instant-Kill gemacht. Und jetzt muss ich gleich wirklich mal... Oh, oh. Ich weiß nämlich nicht genau, wie das jetzt mit dem Hard-Mode hier ist. Ob wir wirklich nur ein Leben haben auf Iron Man oder ob es nur schwerer ist. Das kann ich euch nicht sagen. Deswegen würde ich mal sagen, ziehen wir uns jetzt mal schnell... Was ziehen wir uns rein? Das Gesundheitskit direkt? Ne, ich glaube der... ich weiß es nicht. Medikit? Ja, komm. Benutzen. So. Volle Lebensenergie. Wir sind wieder am Start. Okay, räume mit deiner Machete die Büsche aus dem Weg. Ja, ja, weiß ich doch. Das geht noch nicht. Okay, vielleicht wenn ich so ein... Ja! Nein, okay, da muss ich scheinbar noch größere Geschütze aufhören. Verpiss dich. Und ich sollte mir vielleicht doch angewöhnen, nicht unbedingt gegen die zu kämpfen, denn wie ihr gesehen habt, machen die ziemlich guten Schaden. Und, ja, Lebensenergie ist halt so eine Sache, ne? Die sollte man schon möglichst lange an sich halten.
Und zack, einmal hier durchmetzeln, durch die Büsche. Oh mein Gott, er hat die Büsche getötet. Die haben auch Gefühle. So, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt wieder passiert? Zack, ich mache hier wieder irgendwelche kranken Finishing Moves. Aber frage mich nicht, was ich in meinem vorherigen Leben gemacht habe, ey. Man will es wahrscheinlich gar nicht wissen. So, der chillt hier, der eine Zombie, oder was? Also so geht's ja nicht hier. Boom, tschakalaka. Wieder was aus dem Weg geräumt, was hier nicht hingehört. Okay, ich frage mich gerade, wo die anderen... Ey, hat er gerade seinen Arm verloren? Crank. Ich frage mich gerade, wo die anderen sind, die... Oh, 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 oh. Boom! Boah, zwei direkt fertig und dann den Finishing Move für den letzten rausgeholt. Und der eine, der jetzt so wehrlos am Boden liegt, was machen wir mit dem? Da holen wir aus und zack. Tot. So schnell geht das. Alles klar, hier liegen ordentlich Sachen. Ein hölzerner Langbogen. Ach, das ist doch was für Pussys. Hier habe ich nochmal eine Rolle. Und hier habe ich einen biegsamen Ast. Ah, die wollen wahrscheinlich, dass ich einen Bogen mache. Ah, mal schauen, was Kovac uns empfiehlt. Kovacs Rules. Chapter 5. Bows and Arrows. The bow is the simplest distance weapon you can create. And the quietest. Select a flexible branch, then combine it with a reel of twine. For arrows, combine a wooden stick with your machete. Ja, toll. Making arrows is easy, but getting them back is even easier. So always collect them after a fight. No matter where they are stuck. No matter where they stuck. Ja, ihr wollt jetzt nicht ernsthaft, dass ich mir unbedingt einen Pfeil herstelle, oder? Spiel. Räume mit deiner Machete die Bäume aus dem Weg, bla bla bla. So, ich würde das hier einfach gerne öffnen. Ich krieg das auch so hin mit meiner guten alten Machete. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Machete im Haus hat noch jedem den Arsch gerettet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt unbedingt so toll ist, dass hier der Alarm losgeht. Und hier ist auch noch ein Zombie hinter mir gewesen. Okay, ich weiß nicht, ob das so klug ist, dass ich mich... Wow, Vorsicht, da kommt einer von hinten, oder? Vorsicht, da kommt was Heißes von hinten. Na komm. Ich weiß nicht so genau, wie intelligent das ist, dass ich jetzt hier reingegangen bin. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier eine Mega-Zombie-Horde ankommt, yo. Und da kommt sie auch. Alter, geht weg von mir. Zack. Oh, komm schon, hau ihn weg. Und den machen wir Finishing Move. Yo, alles klar, der hat ein Problem mehr. Und, ah, wir aber auch. Wir haben schon wieder Schaden bekommen, ey. Einmal... Okay, den letzten Zombie getötet und das Licht springt auf grün. Hm, ob da ein Zusammenhang besteht? Ah, ich glaube nicht, das war bestimmt Zufall. So, hier ist sonst nichts weiter mehr drin. Skandal, hätte ich jetzt schon fast gerufen. So, was haben wir hier? Nichts Interessantes scheinbar. Oh, ich glaube, es wäre Tag, oder? Habe ich da nicht einen Vogel zwitschern hören? Das wäre natürlich herzallerliebst, wenn es jetzt Tag werden würde. So, erstmal was trinken. Ich weiß immer noch nicht, was es bringt. Oder ob wir überhaupt trinken müssen oder ob das scheißegal ist. Aber kann ja nichts schaden, oder? Das Wasser wird schon nicht verseucht sein, hoffe ich mal. So, nimm mit. Nimm alles mit, was du finden kannst. Klassische Pfeile. Ja, weiß ich doch. Das wurde mir doch schon von Kovac erklärt, wie ich das zu machen habe. So, es gibt hier scheinbar... Ah, ich muss jetzt schon wieder zu dem Typen zurück. Okay. Also gibt es scheinbar nichts mehr, was hier irgendwie von Interesse für uns ist. Boom. Dann soll es halt so sein, ein Medikit. Ja, sehr schön, dass wir hier nochmal reingegangen sind. So muss es sein. Eine außergewöhnliche weiße Pflanze. Hm, wer weiß, was das ist. So, hier komme ich auch noch nicht rein. Nee. Okay, dann renne ich schnell zurück. Ich hoffe jetzt, dass hier nicht... Oh Mann, ey, meiner hat so wenig Ausdauer, der Typ. Alter, lass den armen Elch in Ruhe. Zack, so nicht. Der Elch hat auch ein Recht zu leben. Oder, Leute, wie seht ihr das? Hättet ihr den Elch gerettet oder hättet ihr ihn vielleicht einfach selber gefressen? Ein Stück Stoff, sehr schön. Da können wir doch wieder etwas draus herstellen. Nämlich, wo ist es? Mit dem Heilkraut hier. Zusammenfügen. Zack, genau. Sehr gut. Oh, so viele Stoffe haben wir schon, das wusste ich gar nicht. Zack. Und... Nochmal. Jetzt haben wir 4 Bandagen. Das trifft sich natürlich hervorragend. Da können wir uns dann demnächst verarzten, wenn unsere Lebensenergie mal wieder langsam aber sicher den Bach runtergehen sollte.
So, warum ist jetzt schon wieder ein neuer Zombie? Wo kommen die bitte schön alle her? Oh oh. Angriff der Mega-Zombie-Horde wieder. Ah, fuck. Okay, den einen können wir hier aufschlitzen schnell. Und den anderen können wir jetzt eben aufschlitzen. Ach, so eine Machete ist doch schon was Feines, Leute, oder? Also ich weiß nicht, wie ich mein Leben bisher ohne eine Machete überhaupt auf die Reihe bekommen habe. Eine Machete hilft in so vielen Situationen. Es ist unglaublich. So, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Und zack. Und moin. Alles klar, Familie Zombie? Oder was ist euer Problem? Ach so, ihr habt ein Problem damit, dass ich euch jage und euch aufschlitze. Na gut, das kann ich nachvollziehen. Und, na, was ist mit dir? Du hast ein bisschen länger ausgehalten. Na gut. Von mir aus okay. Das fügen wir uns auch nochmal zusammen. Zack. Und schon. Oh, nein, 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 nein. Ich will das nicht benutzen. Noch geht's von der Lebensenergie her. Oh, hier ist wieder ein Festmahl angesagt. Ich finde es ein bisschen schade, dass die alle sofort so schnell scheinbar wieder respawnen. Das finde ich merkwürdig, wenn man die Gebiete irgendwie 10, 20 Mal wieder säubern muss. Naja, gut. Just my two cents. Well done. Danke. I have to say, I didn't even think you survived. Happy you proved me wrong, Daniel. This kind of gas should be enough to get us out of here. Ja, wenn nicht gerade irgendwie noch mehr Zombies kommen, oder? Shit. Look, there may be another survivor. Go see who it is. I'll prep the boat to take us to the air tanker. Don't worry. I'll be ready by the time you get back. Alles klar, Mission abgeschlossen. Glückwunsch, wird uns hier gesagt. Und das Spiel hat an dieser Stelle gespeichert. Das kommt mir natürlich sehr gelegen, denn wer auf die Zeit geschaut hat, hat gesehen, alter Falter, es sind schon über 20 Minuten. Meine Güte, bin ich heute großzügig. Ach, Herr Jeminedor, da kann ich wieder guten Gewissens in den Spiegel gucken und mich selber anlächeln. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns in der nächsten Folge. Morgen wird es allerdings keine geben, denn am Sonntag ist auf meinem Kanal Terraria-Tag. Falls du jetzt wegen How to Survive auf meinem Kanal gekommen bist, weißt du das vielleicht noch nicht. Also freu dich auf Montag, dann geht es hier munter weiter mit How to Survive oder du schaust dir morgen den Terraria-Tag an. Mach's gut, ciao!